Schönen guten Tag, mein Name ist Philipp Schulze-Dettelt aus dem Produktmanagement der GWS. Im Folgenden werde ich Ihnen live in dem System Microsoft Dynamics 365 CRM zeigen, wie Sie individuell den Einstieg in CRM gestalten können, nach der Sicht eines Verkäufers oder nach der Sicht eines Abteilungsleiters oder nach der Sicht des Geschäftsführers. Dadurch werden Sie auch sehen, wie leicht das Customizing in CRM ist und wie leicht Sie das System auf Ihre Bedürfnisse und auf Ihre Prozesse anpassen können, um somit einen maximalen Mehrwert zu gestalten. Wie wir sehen, ist CRM schon geöffnet und wir schauen uns hier gerade eine Startansicht an. In dem Fall die Startansicht Vertriebsaktivitäten Dashboard für zum Beispiel den Verkäufer. Es besteht hier die Möglichkeit, unterschiedliche Ansichten, Startansichten für einzelne Benutzer zu bilden, nämlich genau mit der Aktivität, mit den Aufgaben, die die Benutzer haben. Das geht so weit, dass zum Beispiel ein Verkäufer nur seine Daten sieht, aber auch ein Teamleiter oder ein Abteilungsleiter oder ein Geschäftsführer genau die Daten sehen möchte, die er zum Beispiel auf einer gewissen Aggregationsebene haben möchte. Dort hilft uns CRM mit zwei Komponenten, nämlich einmal, dass wir völlig freie Organisationsstrukturen abbilden können und des Weiteren, dass wir dementsprechend diese Dashboards sehr leicht individualisieren können und anpassen können. Prinzipiell bekommen wir hier schon sehr viele Dashboards auch von Microsoft mit. Schauen wir uns das einmal an, was es bedeuten würde, wenn ich zum Beispiel ein Dashboard verändern möchte. Nehmen wir das einmal hier. Dashboard für soziale Netzwerke. Kann direkt auch sagen, dass ich dies für die mobile Nutzung, also auf Endgeräten wie Tablet, aktivieren möchte. Jetzt habe ich dieses Dashboard praktisch genommen, diese Vorlagen Dashboards, und jetzt möchte ich hergehen und dieses Dashboard zum Beispiel bearbeiten. Jetzt kann ich hergehen und kann einzelne Ressourcen komplett entfernen und kann zum Beispiel sagen, dass ich dieses Element gerne größer machen würde. So, ich sage speichern und schließen. Und dementsprechend habe ich jetzt schon ein Dashboard so angepasst, wie ich das vielleicht für meine Bedürfnisse haben möchte. Oder wie es eine bestimmte Sicht erfordert, nämlich für meinen Außendienst. Prinzipiell ist diese Individualisierbarkeit, die wir in CRM sehen, an allen Stellen so möglich. Und somit sind Sie nicht darauf angewiesen, einen Entwickler zum Beispiel zu beauftragen, ein neues Dashboard zu erstellen, sondern Sie haben die Möglichkeit, die Funktionen und die Ansichten in CRM nach Ihren Bedürfnissen anzupassen, so dass der Geschäftsführer, der Abteilungsleiter, der Teamleiter oder der Verkäufer genau die Zahlen sieht, die er morgen sehen soll. Zum Beispiel, welche Aktivitäten mit seinen Kunden stattgefunden haben.